Schönen guten Morgen oder guten Tag, je nachdem, wann und wo ich Sie erwische. Christian Müller-Hergel, mein Name vom Dialogzentrum Leben im Alter. Ich möchte mit Ihnen heute über ein Thema ins Gespräch kommen, das relativ wenig beachtet wird. Und das ist das Thema der bipolaren Störungen, insbesondere der bipolaren Störungen im Alter. Ein relativ selten beachtetes Thema, aber immerhin, es hat es schon in verschiedener Hinsicht in sich. Also während unseres Lebens sind so zwischen 3 und 5% der Bevölkerung davon betroffen. Und zumeist beginnt es im jugendlichen Alter, nicht? Im höheren Alter ist es sehr viel seltener. Und zwar meistens beginnt es in einer hochsensiblen Entwicklungsphase, so am Ende der Schule und am Anfang der ersten 9 Lebensschritte. Bipolare Störungen haben eine sehr hohe Rezidivrate, das heißt also, das kommt mit großer Verlässlichkeit immer wieder und wirkt sich in dauerhaften Beeinträchtigungen aus, also in einer Art Behinderung, ja, in der Arbeitswelt. Die meisten haben eine Erwerbsminderung, vorzeitige Berentung. Ja, und der chronische Verlauf, der hängt von bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen ab, also dass man bestimmte Vorsichtsmaßnahmen nicht ergreift, ein bestimmtes Selbstmanagement nicht praktiziert. Kognitive Störungen sind ein Problem. Wenn die Menschen schlecht auf Therapie ansprechen und wenn sie ihre Therapie immer wieder unterbrechen oder nicht fortsetzen. Die meisten Risiken sind gegeben für Menschen, die sehr häufige Stimmungsschwankungen haben, also wo die Polarität der affektiven Verfassungen eine sehr große ist, wo die Depression eine atypische Form annimmt, also viel so mit Aufregung, Unruhe, Ärger, Schlaflosigkeit, leichte Irritierbarkeit, explosives Temperament, ja, das hängt damit zusammen. Aber auch sowas wie beständig nach Neuem suchen, sehr extrovertiert vom Charakter, geringe Hemmung bei bestimmten Impulsen, ja, also all diese Dinge, die erhöhen das Risiko erheblich. Das Problem ist, dass das nicht so leicht zu diagnostizieren ist. Oft wird eine bipolare Störung erst nach mehreren deutlich manischen Episoden, die anderen Menschen auffallen, diagnostiziert. Und einzelne Symptome wie ein gelegentliches High, wie eine hohe oder sehr erhöhte Stimmung, man nennt das dann hypomanisch, also etwas unter der Manie, die sind für sich spezifisch noch nicht wirklich ein Indiz dafür, dass jemand eine bipolare Störung hat. Man muss in der Regel 2 eindeutig voneinander abgrenzbare affektive Episoden, also eine manische und eine depressive, haben, um das diagnostizieren zu können. Eine bipolare Depression oder affektive Störung unterscheidet sich recht deutlich von einer unipolaren. Ja? Also eine unipolare Depression, die betrifft mehr Frauen, eine bipolare betrifft beide Geschlechter in gleicher Weise. Menschen, die eine bipolare affektive Störung haben, da kommt es sehr viel häufiger wieder als bei einer Depression. Das Ersterkrankungsalter ist vergleichsweise früher und es gibt kaum eine psychische Krankheit mit einem höheren Suizidrisiko als eine bipolare Störung. Auch in der Behandlung unterscheidet sich das, weil zumindest der Verdacht besteht und viele Forschungen bestätigen, dass auch das Antidepressiva unter Umständen einen erneuten manischen Schub auslösen können, weswegen man dann in der Zeit zwischen den Phasen abwägen muss, ob man eben ein Antidepressivum geben darf oder nicht. Ja, was ist denn eine Manie? Eine Manie ist eine unangemessene, auffällig gehobene,
gereizte Stimmung, ja, ein deutlich gesteigertes Erregungsniveau mit einer Tendenz ins Aggressive zu kippen. Man spricht hier oft auch von Emotion-Related Urgency, also wie getrieben von starken Emotionen, schnell etwas zu tun und zu machen. Also wo dieser sehr starke Affekt quasi das Verhalten mitreißt und die Emotionen insgesamt mitreißt, ja. Also dieser auffällig gehobene Affekt, oft auch mit der Tendenz ins Aggressive zu kippen, der ist kennzeichnend. Und dann gibt es zusätzliche Dinge wie Antriebssteigerung, Rededrang, Ideenflucht, Gedankenrasen, reduzierte soziale Hemmungen, ein vermindertes Schlafbedürfnis, eine überhöhte Selbsteinschätzung, was man alles kann. Und gut, das geht dann mit bestimmten konkordanten, auch psychotischen Vorstellungen einher, also Beziehungswahn, Liebeswahn, Größenwahn, also stimmungsadäquate Wahnvorstellungen in der Manie. Insgesamt ist es so, dass die Antriebsveränderungen und die Aktivitätsveränderungen oft ausschlaggebender und zentraler sind als die Stimmungsveränderungen. Der Patient verbringt insgesamt sehr viel mehr Zeit und erlebt auch sehr viel häufiger depressive Phasen denn manische Phasen. Also depressive Phasen überwiegen insgesamt mit 72%, wenn die Menschen denn diese Stimmungsschwankungen haben. Ja, eine bipolare Störung geht leider eben auch mit neurokognitiven Störungen einher. Ja, die sind schon sehr früh festzustellen und die betreffen Dinge wie Aufmerksamkeit, Lernen, aber auch Exekutivfunktionen, also Dinge planen, durchführen, zu Ende bringen. Also viele Dinge, die mit unserem Alltag zusammenhängen, hängen mit Exekutivfunktionen zusammen. Also so Dinge zu planen und hinten anzustellen und dann Tätigkeiten wieder anzuknüpfen, die man schon begonnen hat. Und was auch noch betroffen ist, die soziale Kognition, also die Fähigkeit, taktvoll zu sein, auf andere Rücksicht zu nehmen, auch dies ist mit betroffen. Man glaubt heute, dass das nicht unbedingt nur bipolar spezifisch ist, sondern dass diese Art von kognitiven Defiziten eine gemeinsame Dimension verschiedenster psychischer Erkrankungen darstellen, aber eben auch für die bipolare Störung typisch sind. Gut, auf Bipolar 2 und 1, die Unterschiede, die gehe ich jetzt nicht drauf ein. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass bei Bipolar 1 der manische Trieb so stark ist, dass er Kognition und Verhalten quasi mit nach oben reißt. Ja, und in einem hypomanischen Zustand, da ist die Erregung nicht so groß, sodass Verhalten und Kognition etwas weniger beeinflusst sind. Ja, die sind ein bisschen träger und die schwingen da nicht so stark mit in der Bipolar 2-Situation wie beim Bipolar 1. Im Alter ist es halt so, dass die Menschen vergleichsweise nur ein Drittel so häufig eine Manie aufweisen wie im jugendlichen Alter. Und wir haben da bestimmte Unterscheidungen. Wir sprechen einmal von den alt gewordenen bipolaren Patienten, die es also immer schon hatten und jetzt alt werden. Und wir sprechen von denjenigen, die erst tatsächlich nach dem 50. oder 60. Lebensjahr erst eine bipolare Erkrankung bekommen. Das ist vergleichsweise relativ selten. Aber man vermutet, dass das zunimmt. Also die Population derjenigen, die alt gewordene, bipolar erkrankte Menschen sind und neu im Alter die erwerben, das nimmt zu. Man rechnet damit, dass etwa 3% in Heimen und 17% der Patienten in Gerontopsychiatrien an einer bipolaren Störung leiden. Insgesamt gibt es keine Indikation dafür, dass die Behandlung im Alter eine grundsätzlich andere ist als die in jungen Jahren. Ja, auch im Alter ist das Medikament der Wahl Lithium. Warum das genau wirkt, also die genaue biologische Wirkungsweise von Lithium, ist immer noch nicht so richtig verstanden. Aber es hält eben die Stimmung auf. Es ist relativ schwer zu dosieren, weil die therapeutische Bandbreite sehr schmal ist.
Und man muss das sehr genau kontrollieren, sonst hat man schnell Nebenwirkungen wie Zittern, Kreislaufstörungen, Übelkeit, Erbrechen, aber vor allen Dingen Veränderung des Blutbildes. Ja. Das sind gravierende Nebenwirkungen. Auch Gewichtszunahme ist eine Problematik. Und wie gesagt, Lithium Intoxikationen sind nicht selten, gerade im Alter muss das sehr eng kontrolliert werden. Was kann man tun? Neben den Medikamenten ist es vor allen Dingen, dass die Familie und auch der Betroffene seine Erkrankung versteht, dass er die ersten Anzeichen einer neuen manischen Phase gut unterscheiden kann, sagen wir mal von gehobener Stimmung, ja. Also, dass er diese ersten Anzeichen gut erkennt und dann Hilfe sucht. Ja, also Wissensvermittlung, damit er so ein Selbstmanagement betreiben kann. Aber auch, dass er Hilfemöglichkeiten kennt und sucht, dass er eine gesunde Lebensweise praktiziert, dass man die Zukunft ein bisschen planen kann. Und dafür sind Selbsthilfegruppen mit Peer Support besonders günstig. Man strebt danach, dass die Menschen ein möglichst hohes Funktionsniveau erhalten können, dass sie ihre vorhandenen Kontakte stabilisieren, dass die sozialen Folgen dieser Erkrankung möglichst gering bleiben und dass sie die Hilfen, die es gibt, kennen und auch wahrnehmen. Und dafür ist eine stabile therapeutische Beziehung zum Arzt, aber auch zum psychiatrischen Netzwerk außerordentlich wichtig. Menschen mit einer bipolaren Erkrankung sind halt aufgrund ihrer emotionalen Instabilität sehr leicht kränkbar, haben oft ein eher instabiles Selbstkonzept, überfordern sich schnell, sind sozial wenig belastbar, haben Mühe, ihren Alltag und sich selbst zu strukturieren und fallen oft wegen Unzuverlässigkeit und Unregelmäßigkeiten auf. Das heißt also, sie kommen recht schnell und häufig in Krisen und brauchen damit immer mal wieder ein gutes Netzwerk, ein Hilfesystem, um sich selber eine Struktur zu geben. Und da ist natürlich auch Psychotherapie für Bewusstseinsbildung, Selbstmanagement und Lebensqualität außerordentlich wichtig. Meistens passiert so etwas in Gruppen. Ja, also da gibt es so Kurse, die über mehrere Wochen, teilweise sogar über Jahre gehen. Und da geht es eigentlich immer wieder um diese Themen. Also die Krankheit verstehen, die Medikamente verlässlich einnehmen, das rechtzeitige Erkennen von Symptomen, den Tagesablauf strukturieren, das eigene Leben persönlich und in der Gemeinde gut strukturieren und auch die Gefahren suizidalen Verhaltens kennenlernen und rechtzeitig Hilfe suchen. Oft macht man das zusammen mit einem Angehörigen, also einer Person des persönlichen Vertrauens, die einem dann hilft, diese Dinge, die man in diesen Gruppen gelernt hat, auch in der eigenen Häuslichkeit umzusetzen. Ja, zum Schluss nochmal die Herausforderungen, die immer damit zusammenhängen. Das ist so die Adhärenz oder Compliance mit der Behandlung, also nicht nur was die Medikamente angeht, sondern auch was die Selbsthilfesysteme angeht. Die Uneinsichtigkeit bezüglich der Erkrankung aufgrund der Manie oder der Hypomanie. Ja, man sieht das gar nicht ein, mir geht's doch gut, warum soll ich das jetzt machen? Ne? Dann die Beachtung der unerwünschten Nebenwirkungen der Medikamente. Auch wenn man damit nicht gut so zurande kommt, eine erhöhte Inanspruchnahme von Notaufnahmen. Eine weitere Herausforderung ist, dass man in den Zeiten, wo man mal frei ist von affektiven Extremen, von Polaritäten, also sogenannte Remissionen, ja, wo es man sich wieder beruhigt, dort müsste man eigentlich diese Zeit für fortgesetzte therapeutische Arbeit nutzen. Also gerade dann, wenn es einem besser geht, müsste man intensiver an sich arbeiten. Komorbiditäten werden oft zu wenig beachtet, also Sucht zum Beispiel, Alkoholsucht, Diabetes, Fettleibigkeit, ne?
und damit einhergehend zu wenig Trainings, also kognitives Training, weil die bipolare affektive Störung natürlich auch die kognitiven Funktionen angreift, zu wenig Bewegung, zu wenig Selbstpflege und zu wenig Beachtung der Schlafstörungen, die durchaus relativ relevant und wichtig sind, vor allen Dingen Apnoe. Und zum Schluss Suizidprophylaxe. Ja, soweit mal das, was man über bipolare Störungen, insbesondere auch im Alter, weiß. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen zusammenzutragen. Es ist nicht so ein Krankheitsbild, das so häufig ist natürlich wie unipolare Depression oder Demenz. Aber es hat ganz besondere Herausforderungen und ist eben besonders gefährlich für die Person wegen der erhöhten Suizidalität. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie mal immer mal wieder auf unserem Blog vorbei. Und ich hoffe, dass Sie das heute so ein bisschen angeregt hat, sich mit diesem Krankheitsbild nochmal zu beschäftigen. Einen guten Tag Ihnen, Christian Müller-Herge.